Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Wie sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Ein Kirafi weniger. Weniger. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Greifen Sie mein Ziel an. Bedauere, nein. Greifen Sie mein Ziel an! Zu Befehl! Ein Kirafi weniger! Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Greifen Sie mein Ziel an! Zu Befehl! Ein Kirafi weniger! Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen, Kumpel. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen. Lösen und angreifen. Ich greife jetzt ein. Wie sieht's aus? Nicht einmal ein Kratzer. Wie sieht's aus? Hab nicht eine Schramme abgekriegt. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel? Sie haben mich gerade davon überzeugt, dass Sie und die Victory ganz die Richtigen für unser Unterfangen sind. Wir müssen die Behemoth warten, bevor wir sie losschicken. Also bleiben wir noch eine Weile in diesem System. Sie haben Landeerlaubnis. Was für eine Wahnsinnskanone, unglaublich. Größer geht's nicht mehr. Das ist ein richtiges Spielzeug für Männer. Aber die Schutzschilde von dieser Süßen sind unglaublich klein und dünn. Sie wird so viel Saft brauchen, dass die Standardausrüstung bestimmt zu kurz kommt. Das wird beim nächsten Modell sicher besser sein. Ja, wer es glaubt, wird selig, Colonel. Ich habe hier was, das Sie vielleicht interessiert. Sind das kodierte Meldungen? Ja, und zwar tonnenweise. Das Seltsame daran ist, dass sie nicht wie üblich verschlüsselt sind. Ich komme nicht drauf, was sie bedeuten. Lieutenant, wir haben einen Admiral an Bord.
Es ist normal, dass seine Meldungen verschlüsselt sind. Colonel, ich weiß, was Sie meinen, aber dahinter steckt ohne Zweifel was anderes. Dieser verdammte Tollwen, er hat immer eine Überraschung auf Lager. Sehen Sie sich auch wirklich sicher? Sir, es kann gut sein, dass ich etwas verrückt bin, aber von meinem Job verstehe ich was. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, Sir. Ah, da ist ja unser großer Kriegsheld. Ich gebe zu, ich bin von Ihnen ungeheuer beeindruckt. Keinerlei Qualitätseinbußen. Darf ich Sie etwas fragen, Admiral? Nur zu, was wollen Sie wissen? Sir, ich würde gern wissen, was genau ist der Status hier an Bord unseres Schiffes? Was soll das? Vor 10 Jahren bin ich dem Behemoth-Projekt als Chef zugeteilt worden. Sie wollen hier nicht die Befehlsgewalt übernehmen? An Ihrer Stelle wäre ich mit meiner Wortwahl vorsichtiger. Admirale müssen keine Befehlsgewalt übernehmen, sie haben sie bereits. Ich habe gedacht, wir hätten uns auf ein gewisses Maß an Respekt im Umgang miteinander geeinigt. Das war ein Irrtum. Sie müssten bereits gemerkt haben, dass Ihre Versetzung auf dieses Schiff mehr als bloßer Zufall war. Wir fliegen mit dem Ding nach Kilra, nicht wahr? Nun, wohin würden Sie denn fliegen, wenn Sie die größte Kanone des Universums hätten? Ich hoffe, Sie haben Ihre Sendestation auf Hochglanz gebracht, Rorins. Ja, yes, Sir. Sieht ganz so aus, als würde hier wieder der Alltag einkehren. Solange der Admiral an Bord ist, wird kein Alltag einkehren. Um Admiral zu werden, muss man ein Herz aus Stein haben. Ich ziehe es vor, ein einziges Schiff zu leiten. Die alltäglichen Erfolge sind greifbar. Gehen wir an die Arbeit. Die Behemoth ist noch nicht einsatzbereit. Wir müssen die Kilrathi von ihr fernhalten. Behalten Sie die 4 Jump Points im Auge und verlegen Sie an jeder der 4 Stellen Minen. Den 5. Jump Point werden wir später für unseren Abzug brauchen. Klar? Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass Sie diesmal nehmen. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Alle Achtung, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Na gut, ich hab den Dreckpack erwischt.
Nächsten Wegpunkt anfliegen. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Nächsten Wegpunkt anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Ich fresse dein Herz und spucke es aus, Terrano. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Wegpunkt anfliegen. Feind gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Gute Nacht, Mietzekatze. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sich darum zu kümmern, dass die Laserkanone keinen Kratzer abkriegt, ist wahnsinnig stressig. Was soll's, die Behemoth hat Teil überstanden. Sie können jetzt landen.
Ah, Colonel. Jetzt, da die Behemoth repariert ist, müssen wir sie voll tanken. Und glauben Sie mir, sie hat mehr Durst als eine Mannschaft. Die Abwehr hat uns mitgeteilt, dass feindliche Tankerkonvois durch diesen Asteroidengürtel unterwegs sind. Sie müssen mindestens 3 dieser Tanker außer Gefecht setzen. Unsere Flotte wird durch diesen Jump Point in den Gürtel eindringen. Die Behemoth fliegt mit einer Verzögerung von 4 Minuten hinter ihnen. Mehr Zeit haben sie also nicht, um das abzuschießen, was die Kilrassi zu ihr rüberschicken. Brechen Sie sofort auf. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass Sie diese... Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Ausgeschaltet. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Transporter ausgeschaltet. Transporter ausgeschaltet. Einsatzziele erreicht. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Sieht's aus? Alles bestens, Sir. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Hey, Colonel, wieso hatten wir nie die Idee, Schiffe aus Stein zu bauen?
Der Admiral gratuliert Ihnen jedenfalls. Sie können jetzt landen. Wir verduften nämlich und machen mal zur Abwechslung einen Probeflug mit unserem supergeilen Geschoss. Ich will kein Wort hören. Der Admiral hat Ihnen also eine Standpauke gehalten. Ja, wahrscheinlich sollte ich das sogar als Auszeichnung sehen. Er behauptet, nachlässige Kleidung bedeutet nachlässige Arbeit. Bitte entschuldigen Sie, dass ich nicht gleich zur Reinigung rannte, wenn ich ein Ersatzteil wechselte. Er legt viel Wert auf die Dienstvorschriften. Wenn alles vorbei ist, mache ich es mir zur Lebensaufgabe, an allen neuen Fliegern die Schrauben zu lockern, die im Besitz von Kerlen wie diesem sind. Ich mache mit. Reservieren Sie mal einen Schraubenzieher. Wollen Sie eine Eintrittskarte? Wofür? Für die Eröffnungsfeier meines Restaurants. Ich habe gehört, dass der Krieg schon bald zu Ende ist. Zünden wir erstmal das riesige Behemoth-Ding, haben die Katzen keine Chance, dann sind sie erledigt. Es hat eine Änderung im Führungskommando gegeben. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir, aber das überrascht mich nicht. Wir stehen kurz vor dem Einsatz unserer Wunderwaffe Behemoth. Deshalb habe ich beschlossen, selbst das Kommando zu führen. Das Schicksal der Konföderierten liegt jetzt ganz in meinen Händen. Nun, lassen Sie uns besprechen, wie alles abläuft. Wir haben vor, in das Loki-Sonnensystem einzudringen, um die Behemoth an Loki 6 zu testen. Dort ist der Standort eines kleinen Militärstützpunktes der Kilrathi. Der Planet Loki 6 wird von einem Quasar umkreist. Wie Sie bestimmt wissen, blockt der Quasar sämtliche Interstellarfunkverbindungen ab. Der Stützpunkt wird also nicht um Hilfe funken können. Und bis die Kilrathi ein Shuttle losgeschickt haben, werden wir bereits vor der Stadtgrenze Kilrath sein. Aber damit wir die Behemoth zu ihrem ersten Testflug abschießen können, ist ein bisschen Frühjahrsputz nötig. Ich möchte, dass Sie das gesamte Umfeld von Loki 6 säubern. Sie dürfen nicht ein einziges Schiff übersehen. Wir können keine Störung brauchen, wenn wir unsere Wunderwaffe bereitstellen. Haben Sie verstanden? Natürlich, Admiral. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir... Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Thank you.
sieht's aus? Alles bestens, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Alles bestens, Sir.
gesichtet, Colonel. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Alles bestens, Sir. Greifen Sie mein Ziel an. Ja, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Halt gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Thank you.
Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Einsatzziele erreicht. Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht so aus, als würde alles perfekt laufen, Colonel. Sie können landen. Darf ich offen zu Ihnen sein, Admiral? Etwas anderes kenne ich von Ihnen sowieso nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel, Sir. Dass Sie das Kommando übernommen haben, ist schlecht für den Teamgeist der Leute. Ich habe kein Interesse daran, was andere über meine taktischen Entscheidungen denken. Wenn ich mich recht erinnere, dann waren Sie damals nicht allzu glücklich, als Sie von Ihrer Versetzung auf dieses Schiff erfuhren. Das war nur, weil ich die Crewmitglieder noch nicht kannte, Sir. Ah, ja. Eine gute Charaktereigenschaft, Ihre transferierte Loyalität. Die Aktion Behemoth hat einen Schutzengel sehr nötig. Für diese Aufgabe bin ich ausgewählt worden. Alle waren der Ansicht, dass ich der richtige Mann dafür bin. Vergessen Sie nicht, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, Colonel. Den Sieg in diesem Krieg. Ja, Sir.
Colonel, Sie sollten sich nicht so weit von den Kämpfen entfernen. Der Krieg ist überall, Captain. Man entkommt ihm nicht. Ich bin jetzt nicht mehr Captain, schon vergessen? Mit sowas habe ich nicht gerechnet. Sehen Sie, ich war noch ein halbes Kind, als ich zum ersten Mal ein Raumschiff geflogen habe. Was bin ich ohne ein Raumschiff, Colonel? Captain, Sie können uns befördern, degradieren oder quer durch die Galaxie jagen. Es gibt nur eine Sache, die wichtig ist. Als Ihre Karriere anfing, hatten Sie sich nichts vorzuwerfen. Und das ist auch heute noch so. Das würde Tolwyn eine weitere Karriere zerstören. Ich habe dem Captain ja gesagt, dass er vorsichtig sein soll. Maniac, haben Sie jemals erlebt, dass jemand auf Ihren Rat gehört hat? Ich sagte ihm doch nur, dass ich aus Erfahrung spreche. Sie haben Tolwyn von Anfang an gegen mich aufgehetzt und deswegen hat er mich auf dem Kieker. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Tolwyn hat nichts damit zu tun, dass Sie nicht befördert wurden. Dafür hat Ihr Flugstil gesorgt, glauben Sie mir. Tolwyn weiß nicht einmal, dass es Sie gibt. Da haben Sie sich geirrt. Einen so fantastischen Kampfpiloten wie mich, den kennt wirklich jeder. Der beste aller Kampfpiloten, wer ist das? Oh, niemand, der mich nennt? Sir. Sie kommen mir äußerst nervös vor. Wenn ich Sie wäre, dann würde ich die Sache etwas lockerer angehen. Bis nach Kilra ist es noch weit. Je schneller wir dort sind, umso besser ist es, Sir. Ich kenne niemanden, der so darauf brennt, den Feind zu vernichten wie Sie. Ich würde Planet um Planet zerstören, wenn ich dadurch die Kilrathi auslöschen könnte. Sie haben keine Existenzberechtigung. Das gilt auch für Ihren Freund Hobbs. Wissen Sie was, Lieutenant? Sie hören sich an wie eine Endlosprogrammschleife. Sie haben ja keine Ahnung. Dann erklären Sie es mir. Als Kind wurde ich entführt. Von den Kilrathi? Ich war im Sklavenlager. Ich konnte fliehen, als ich 20 war. Das muss Sie können sich nicht vorstellen, wie furchtbar das für mich war. Ich könnte Geschichten erzählen. 2 Jahre lang haben die Psychologen versucht, mich nach der Flucht von meinem Trauma zu befreien. Aber sowas kann man nicht vergessen. Irgendwo, tief in mir drinnen, sitzt ein kleiner Kilrathi. Und den kriege ich nicht mehr aus mir heraus. Kein Mensch ist diesen Lebewesen gewachsen, Colonel. Wir vernichten sie. Verlassen Sie sich darauf. Sie müssen es mir immer wieder sagen. Auch wenn es nicht wahr ist. Ihre Aufgabe ist unkompliziert. Geben Sie mir Deckung, während ich die Behemoth abfeuere. Das ist nicht schwer, Sie haben recht. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra? Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt!
Ziele erreicht. Feind gesichtet, Colonel. Landeerlaubnis, TCS Victory. Leider negativ, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Noch kein Schaden, Colonel. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Feind gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Erreicht.
Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Wow, da bekommt ja der Begriff großer Knall einen neuen Sinn. Sie können jetzt landen, denn wir verziehen uns von hier und schippern mit dem alten Kübel in Richtung Kilra. Sehr gut verstehen, wenn du gemischte Gefühle hattest, was die Behemoth betraf, Hobbs. Es ist ein langer Krieg und wir haben uns alle sehr verändert. Und zwar ohne Ausnahme. Es gibt sicher Kirathi, die überleben werden. Und wenn alles vorbei ist, werden sie verstehen, was du getan hast. Nein, niemand wird jemals verstehen, was ich getan habe. Das wäre zu viel verlangt. Aber deine Loyalität hat mir sehr viel bedeutet, mein Freund. Es ist soweit, Colonel. Ich habe 10 Jahre lang auf diesen ruhmreichen Augenblick gewartet. Wir durchstoßen gleich den Jump Point. Dann geht es direkt weiter nach Kilra. Beschützen Sie die Behemoth, koste es, was es wolle, Colonel. Davon hängt die Zukunft der Konföderation ab. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Cobra, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegtreten. Viel Glück. Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir. Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Greifen Sie mein Ziel an! Versagt. Er hat vor sich selbst versagt. Und er hat vor der Menschenverdämmerung versagt.
bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Leider negativ, Sir. Sie langweilen mich, Monsieur. Desintegrieren Sie mich, behandeln Sie mich wie meine Kameraden. Desintegration, das ist nicht das, was wir für Sie bestimmt haben. Sie erwartet ein völlig anderes Schicksal. Die Menschenfrau kann anscheinend nicht einschätzen, welche große Ehre ich ihr zuteil werden lassen will. Ich weiß, dass sie als Kriegerin äußerst tapfer ist. Und ihr Gefährte ist das Herz des Tigers. Durch ihre Hand sind sicher einige meiner tapfersten Krieger getötet worden. Und deshalb hast du nur eins verdient. Den Tod. Colonel, beachten Sie, dass die Victory unverzüglich von hier wegfliegt. Sie müssen zurückkehren, Sir. Der Jumppoint ist in 90 Sekunden erreicht. Du und ich, aber wir sind noch nicht fertig. Ich will dir die Chance geben. Bist du ein wahrer Krieger, dann nimmst du meine Herausforderung an. Wie du auf deinem Radar sehen kannst, habe ich meinen Flakfluss weggeschickt. Jetzt gilt es, deinen Mut zu messen. Colonel, nur noch 75 Sekunden. Das Herz des Tigers wird immer schwächer. Seine Gefährten konnte er nicht beschützen. Und jetzt zögert er sogar im Kampf. Colonel, wenn Sie nicht umdrehen und sofort landen, müssen wir Sie zurücklassen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Colonel, wir konnten die Nachricht von Trackers hören und wissen, was Colonel Devereaux passiert ist. Tut mir schrecklich leid, Sir. Ich bin froh, dass Sie ihm widerstanden haben. Es wäre sinnlos gewesen. Wir fliegen weiter, wenn Sie gelandet sind. Ich übergebe Ihnen wieder das Kommando über die Victory, Captain. Ja, Sir. Sie wussten, was wir vorhatten und auch wann. Und Sie wussten genau, wo Sie zuschlagen mussten. Ich habe Grund zu der Annahme, dass es auf Ihrem Schiff einen Verräter gibt. Ich bitte um Verzeihung, Sir. Ich habe etwas dagegen, wenn meiner Mannschaft fehlende Loyalität unterstellt wird. Gefechte werden entweder gewonnen oder verloren. Es gibt da keine Garantie. Und im letzten Gefecht, da war die Victory Ihr Schiff, Admiral. Viel Erfolg, Captain. Der Krieg wird jetzt noch wesentlich härter werden. Aus, als können Sie ein Betäubungsmittel brauchen. Ist ganz schön beunruhigend, wie schnell die Kirathi die Schwachstelle herausgefunden hatten. Die Sache hat sie wohl ziemlich mitgenommen. Es tut mir sehr leid, Colonel.
Darf ich Ihnen Gesellschaft leisten? Sie ist okay. Sie versteht das. Ach, zum Teufel damit. Trink noch einen. Sie ist okay. Sie versteht das. Von mir aus. Ja. Nehmen Sie mir die Flasche weg, bevor ich die Beherrschung verliere. Hey, treten Sie eine Tür ein oder sonst was. Reagieren Sie sich ab, okay? So können Sie keinen Einsatz fliegen. Alarmstufe rot, alle Piloten nach oben. Wir werden angegriffen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, dies ist keine Übung. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu verwelken habe. Wie sieht's aus? Nur unerhebliche Schäden, Karl. Wie sieht's aus? Thank you.
Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Verarbeiten wir dich zu Katzenstreu. Aus? Wir haben es gut überstanden. Sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Wie sieht's aus? Bin froh, dass ich keinerlei Schäden zu vermelden habe. Ich brauche Unterstützung, Colonel. Sofort an meiner Flanke formieren. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Ich bin eine Schande für mein Volk. Habe feindlichen Kampfflieger ausgeschaltet. Wie sieht's aus? Habe nur geringfügige Schäden zu vermelden, Colonel. Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Greifen Sie mein Ziel an! Jawohl, Colonel. Thank you.
gestartet. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Feindliches Schiff gesichtet, Colonel! Feindliches Schiff gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Lösen und angreifen! Greife jetzt Feind an! Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Uns hat es ziemlich erwischt, aber ein Landedeck ist Gott sei Dank noch intakt. Sie können also landen, Colonel. Mir ging's schon mal besser. Alle Achtung, wie Sie durchgehalten haben, wenn man bedenkt, Sie haben bewiesen, dass Sie ein Held sind. Naja, danke, Flint. Wenn ich dran denke, wie dumm mein Verhalten in Lokanda war. Colonel, das mit Angel tut mir leid. Es tut allen an Bord leid.
Sie muss eine tolle Frau gewesen sein. Du hast den Spaß verpasst. Was mir sehr leid tut. Ich hab satt, ein Schreibtischflieger zu sein. Du hattest einen kleinen Zusammenstoß mit Trackath? Ja, ganz richtig. Du verfluchter Mistkerl. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfahren musstest. Seit wann weißt du es bereits? Seit die Concordia abgestürzt ist. Ah, Paladin ist auf meiner Seite. Zeig es dem Mistkerl. Mann, du hast immer noch den alten Schlag. Auf Vespus hast du da gestanden und mich angelogen. Ich hatte meine Befehle. Nein, mich während der Einsätze zu beschützen, das war deine Aufgabe. Ich habe dich beschützt, indem ich nichts sagte. Was hättest du denn fast getan, als du es rausgefunden hattest? Ich habe dich doch nur vor dir selbst beschützt. Du weißt, wie viel mir diese Frau bedeutet hat. Ja, Chris. Aber es sind schlechte Zeiten. Und wir haben alle jemanden verloren, der uns nahe stand. Warum solltest du eine Ausnahme sein? Ja, den Spruch habe ich schon mal gehört. Wer weiß. Angels Opfer kann uns vielleicht noch nützlich sein. Sie hat eine Botschaft an uns gesendet, bevor sie auf dem Planeten Kura in Gefangenschaft geriet. Du willst diese Botschaft sicher hören. Ich warte in der Kommandozentrale auf dich. Wäre es möglich, dass die Schiffssensoren Bewegungen im Sektor aufspüren? Oh ja, ja, doch, dazu müssten diese Dinger imstande sein. Ich müsste nur ein bisschen am Computer rumtüfteln. Dann tun Sie es. Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Paranoia endlich auszahlt. Das wäre doch eine Idee, nicht wahr, Lieutenant? Worum geht es hier? Naja, wir erhalten nach wie vor die verschlüsselten Botschaften, Sir. Cobra denkt jetzt, dass Hobbs... Ich weiß genau, was Cobra jetzt denkt. Sir, Sie wussten das von der Behemoth. Die wissen sogar noch vor uns, was wir vorhaben. Ich kann nicht glauben, dass Sie jetzt noch Sympathie für einen Kirathi empfinden, da... Da ist was dran. Das spielt keine große Rolle. Da ist was dran. Schon gut, ich gebe zu. Wir haben ungewöhnlich viel Pech gehabt in den letzten paar Wochen. Arbeiten Sie an der Dechiffrierung weiter. Ja, Sir. Und Hobbs, Sir? Cobra zurzeit würde ich sagen, dass keiner von uns unverdächtig ist. Ich habe etwas mitzuteilen. Die Behemoth war nicht der einzige Trumpf, den die Konföderation im Ärmel hatte. Wir vom Geheimdienst hatten unser eigenes langfristiges Projekt. Das war auch der Grund, wieso Angel nach Kilra musste. Sie hatte ein Paket mit den neuesten Errungenschaften der Technik bei sich. Einen Teil davon hat sie in die Umlaufbahn des Kilrathi-Heimatplaneten geschossen. Den anderen Teil, diverse Sender, musste sie am Boden anbringen. So erhalten wir wichtige Daten über einen Kommunikationssatelliten, der direkt vor dem Kilrathi-Sonnensystem postiert ist. Angel ist zwar tot, aber ihr Werk lebt weiter.
Es hat sich herausgestellt, dass der Kilrathi-Planet eine ziemlich unruhige Oberfläche hat, deren Schichten immer wieder in Bewegung geraten. Seine tektonischen Platten verschieben sich laufend, wie bei einem Kartenspiel. Ich vermute, dass diese ständigen schweren Erdbeben der Grund für das aggressive Kilrathi-Verhalten sind und ein kriegstreibendes Volk aus ihnen macht. Kilra hat also eine Achillesferse. In den letzten 10 Jahren haben wir an einer tektonischen Schwingungswaffe gearbeitet. Der Temblor-Bombe. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Aber was nützt es uns, wenn wir ihre Welt zerstören? Sie haben viele Armeen im All. Ihre ganze Kultur beruht auf einer strengen, zentralistischen Hierarchie. Alle Wege führen nach Kilra. Die Bevölkerung würde dem Herrscher jederzeit in den Tod folgen. Wird diese Hierarchie zerstört, sind sie verloren. Gut, worauf warten wir dann noch? Tja, wir haben ein Problem. Das Ding ist nicht fertig. Vor 1 Jahr wurde Dr. Severin, der Mann, der für dieses Projekt zuständig war, von den Kilrathi entführt. Wir haben versucht, die Teile ohne ihn zusammenzufügen, aber es hat nicht geklappt. Das heißt, wir müssen Severin holen. Es hat wenig Sinn, darauf zu warten, dass ihn unsere Feinde freilassen. Was? Wir wollen diesen Kerl von einem Gefängnisplaneten holen? Uns bleibt leider keine andere Möglichkeit. Befassen wir uns mit den Einzelheiten der Mission. Der Gefängnisplanet heißt Alcor 5. Wir werden durch ein Hintertürchen in das Sonnensystem eindringen, mit normaler Geschwindigkeit. Colonel, ich möchte, dass Sie einen Erkundungsflug machen. Säubern Sie das Asteroidenfeld. Sorgen Sie bitte dafür, dass wir nicht entdeckt werden. Alles klar, Junge? Alles klar. Tja, das ist... Cobra? Gesichtet, Colonel. Lösen und angreifen. Ich hol sie mir. Aus? Alles bestens, Sir. Thank you.
Greifen Sie mein Ziel an! Ja, Sir! Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Jetzt beißt er ins Gras. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Affen! Jetzt beißt er ins Gras. Alles bestens, Sir. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Thank you.
Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Lösen und angreifen! Ich hol sie mir! Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Den Heimweg in einer Kiste an. Es beißt ins Gras. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Es beißt ins Gras. Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Ziele erreicht. Wie sieht's aus? Alles bestens, Sir. Wird Zeit, den Tierarzt aufzusuchen, Mieze. Gute Nacht, Mieze Katze.
den Dreckpack erwischt. Jawohl, ich hab den Drecksack erwischt. Ja, bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Sieht aus, als wären Sie erfolgreich gewesen, Sir. Sie können jetzt landen. Ziemlich heißer Flugstil. Danke, Rachel. Alle wissen es inzwischen schon. Wir sollen Dr. Severin befreien. Oder Dr. Tod, wie ihn viele seiner alten Freunde nennen. Kennen Sie den Mann? Ja. Wir beide sind alte Bekannte. Wenn Sie mich fragen, mich freut's, dass er von den Kirathi eingesperrt wurde. Wahrscheinlich hat der Kerl auch was mit Ihrem gelöschten Lebenslauf zu tun. Sie wissen sicher, dass ich nicht immer Pilot war. Hörten Sie schon mal von Pax 7? Ja. Auf diesem Planeten sind viele Leute durch einen Unfall umgekommen. Millionen wurden getötet. Und es war kein Unfall. Es war einer von Dr. Severins Vernichtungstests. Ich arbeitete damals für ihn. Er wusste ganz genau, was geschehen würde. Aber das war für ihn kein Grund, die Zivilisten zu warnen. Die Konföderierten haben alles vertuscht. Das war leicht, keinen hat's interessiert. Die Paxonen waren nur primitive Volksstämme, die im Krieg nicht weiter hilfreich waren. Deshalb bin ich dort ausgestiegen. Als Kampfpilot stehe ich den Feinden gegenüber. Da fliegt mir einer nach dem anderen vors Fadenkreuz. Die Piloten, die ich abschieße, sind wahrscheinlich keine Zivilisten. Wenn tatsächlich eine Hölle existiert, dann ist dort ganz sicher ein Platz für mich reserviert. Und auch für Severin. Er sollte sich keine Vorwürfe machen. Der Kerl hat viel zu viel um die Ohren. Möglicherweise ist es für Sie eine Wiedergutmachung. Wenn wir den Kerl holen und er uns hilft, den Krieg zu gewinnen. Das wäre eine Ironie des Schicksals. Flugdeck, Alarm. Wir haben schwierig. Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Flugdeck, Alarm. Flugdeck, Alarm. Colonel. Hobbs. Er versuchte, das durchzugeben. Wenn es uns gelingt, dieses Ding mit absoluter Präzision abzufeuern, dann könnte seine Detonation genau die richtige Resonanzfrequenz herbeiführen, um eine tektonische Reaktion auszulösen, die diesen Planeten buchstäblich in kleine Bruchstücke brechen würde. Das ist doch nicht zu fassen. Er hat uns ausspioniert. Sie muss auf die Krankenstation. Nein, schnappt euch Hobbs. Noch ist Zeit dazu. Nein, das verbiete ich Ihnen. Wir sind fast bei Alcor 5 und eine Verfolgungsjagd zu diesem Zeitpunkt würde die gesamte Operation gefährden. Rache. Hör auf die Stimme der Vernunft. Rache. Es war also Ops. Colonel!
Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Ich nehme an, Sie erwarten, dass man Sie beglückwünscht, weil Sie Hops ausgeschaltet haben. Aber Sie gehören vors Kriegsgericht, weil Sie sich meinem Befehl widersetzen. Wir waren auf Sie als Kampfpilot angewiesen und Sie waren nicht da, Colonel. Die Victory wurde in einen Hinterhalt gelockt, als Sie Ihre kleine Spritztour machten. Sie können jetzt landen. Melden Sie sich bei mir so schnell wie möglich. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr mich das alles mitnimmt. Man erwartet von mir, dass ich einen Brief an Vaqueros Eltern schreibe. Und zwar so, dass sie stolz über seinen Tod sind. Ich habe schon viel zu viele Verlustmitteilungen verfasst. Die werden die Eltern haben wollen. Verdammt, Blair, ihnen waren die eigenen Probleme wichtiger als die des Schiffs. Das war unverantwortlich! Ich werde den Eltern schreiben, Sir. Was ist mit Hobbs passiert, Captain? Wenn Sie die Antwort wissen, Colonel, dann sagen Sie mir Bescheid. Jedenfalls müssen wir jetzt schnell handeln. Weiß der Teufel, wie gut die Kilrathi inzwischen informiert sind. Der Krieg kommt einem immer dann besonders grausam vor, wenn er ein so junges Leben beendet wie das von Lieutenant Mitchell Lopez. Ein Mann, der so jung war, dass er noch Träume hatte. Vaquero war ein Pilot, auf den sich jeder hundertprozentig verlassen konnte. Er wird uns fehlen.
Tja, es ist soweit. Die Befreiungsaktion kann losgehen. Sie sind für die Luftdeckung verantwortlich, während die Marines auf den Planeten fliegen und Dr. Severin befreien. Ich weiß, dass du es ständig hörst, weil ich es früher auch ständig gehört habe. Aber dies ist bestimmt der wichtigste Auftrag, den du jemals hattest. Ich wünschte, ich wäre ein paar Jahre jünger, dann würde ich an deiner Flanke mitfliegen, mein Junge. Diesen Auftrag würde ich am liebsten selbst erledigen, aber mein Reaktionsvermögen ist zu schlecht geworden. Wenn wir diesmal versagen, Junge, dann steht Gott der Menschheit bei. Thank you.
über mein Volk gebracht. Ich habe Schande über mein Volk gebracht. Nicht gesehen, Doc. Kein Grund zur Aufregung. Ich habe getan, was getan werden musste.
Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Stell dir vor, dann hat er ihm eine gescheuert. Sie haben ihn erwischt, Sir. Wollen Sie wissen, wer sich in den Bunker reinmanövriert hat? Sie können... Oh, General Taggart will Sie sprechen, Sir. Der Typ hat echt einen Knall. Gute Arbeit, mein Junge. Wir alle sind stolz auf dich. Ich würde gerne bleiben und mitfeiern, aber jetzt, da wir Severin befreit haben, gibt es für mich viel zu tun. Du wirst bald von mir hören. Ich habe heute den ganzen Tag lang die Gefechtsberichte studiert. Eure Majestät, ihr solltet euch nicht mit den langweiligen Tagesgeschäften befassen. Das ist doch nur wirklich reine Zeitverschwendung. Ich begreife beim besten Willen nicht, was hinter der Invasion der Terraner in das Alcor-Sonnensystem steckt. Soll das ein Versuch sein, die Gefangenen zu befreien? Wenn ihr erlaubt, verehrte Majestät, ich kann euch auf eure Frage vielleicht eine Antwort geben. Gut, Untergebener. Von den Erdbewohnern wurde nur ein Gefangener befreit. Wahrscheinlich, weil er über Fähigkeiten von wissenschaftlicher Natur verfügt. Und diese Fähigkeiten, die er besitzt, wofür verwendet er sie? Das haben wir leider nicht bis ins Letzte ergründen können. Der Umfang seines Wissens war wirklich ungeheuer. Auf jeden Fall werden wir den Krieg gewinnen, Majestät. Der Tag, an dem wir auf dem Planeten der Terraner einfallen werden, ist bald da. Wir stellen eine riesige Armada zusammen. Zu keiner Zeit hat es so eine starke Streitmacht gegeben. Und zu keiner Zeit darf man Folgendes vergessen. Wenn der Gegner so gut wie besiegt scheint, dann ist er am allergefährlichsten, mein Prinz. Das ist richtig. Wie immer spricht Eure Majestät wahre Worte aus und voller Weisheit. Der Mann ist der Einzige, der angeblich so viel Verstand hat, dass wir den Krieg gewinnen können. Das muss er mir aber erst beweisen. Und Vagabond schlägt ihn einfach nieder? Ich wette, dass Vagabond die nächsten 20 Jahre im Knast verbringt. Naja, Vagabond hatte seine Gründe. Vagabond ist eindeutig zu weit gegangen. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Ich werde ein Wort mit dem Captain reden. Einem Kilrathi darf man nun mal nicht trauen. Ich hoffe, Cobras Tod ist ihnen eine Lehre gewesen. Du willst es nicht anders, Mann. Das ist mir zu dumm. Fangen wir an, Colonel. Das Hauptquartier hat uns nach Freya geschickt, weil man hier einen Jump Point ausfindig gemacht hat, der direkt nach Kilra führt. Ein nettes kleines Hintertürchen, das wir später gut brauchen können, wenn Dr. Severin die T-Bombe fertiggestellt hat. Allerdings hat die Sache einen Haken. Das Sonnensystem gehört den Kilrathi. Das heißt, wir müssen sie vertreiben. An die Arbeit, Colonel. Tja, das sind also unsere Einsatzziele. Ah, da wäre noch eins. Flint, ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Wegdrehen.
Mann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Funktionstüchtig. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen! Thank you, Raffi, weniger! Systeme funktionstüchtig. Ich hier Raffi weniger. Thank you.
sieht's aus? Systeme funktionstüchtig. Wir haben sie echt fertig gemacht. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Kilrathi sind ziemlich fleißig gewesen. Aber da sind schon mehr Raumschiffe nötig. So leicht kriegt sie keiner unter. Sie können jetzt landen. Ziemlich heißer Flugstil. Colonel, bedrückt Sie irgendetwas? Captain, der Bunker ist für einen Piloten wie Vagabond nicht der richtige Ort. Oh ja, das ist richtig. Aber der Bunker ist der richtige Ort für jemanden, der so disziplinlos ist wie er. Man muss knallhart sein. Man muss mit Gefühl drangehen. Man muss knallhart sein. Sir, die Belastung ist für uns alle außergewöhnlich groß und Vagabond hat eine Chance verdient, finden Sie nicht auch? Und Sie übernehmen persönlich die Verantwortung für ihn? Ja, er wird mit mir fliegen. Das versteht sich von selbst. Gut, ich bin einverstanden. Danke, Sir. Sehen Sie um? Nein. Den Schrank auszumisten hilft mir manchmal, den Kopf klar zu kriegen. Ich habe auch ausgemistet. Und ein paar Erinnerungen über Bord geworfen. Das hört man gern. Ehrlich gesagt, ich bin Ihnen etwas aus dem Weg gegangen, solange Sie noch auf der Suche nach Angel waren. Und ich begebe mich jetzt sicher aufs Glatteis. Aber es sieht ganz so aus, als ob es zwischen uns gefunkt hätte. Wer weiß, vielleicht bin ich nicht die einzige Frau, bei der es gefunkt hat. Ob Sie es glauben oder nicht, Flint, ich bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Frauen flirtet. Und ich, Sir, bin nicht der Typ, der mit sämtlichen Männern an Bord flirtet. Machen Sie auch mal eine Ausnahme? Kann sein. Ja. Mann, endlich darf ich zeigen, was ich kann. Ich war von Anfang an von Ihnen beeindruckt. Sie müssen mir nichts beweisen. Ich kann mehr, als Sie denken können. Sie würden sich wundern. Treffen wir uns mal privat, dann zeige ich Ihnen, was ich alles kann. Früher oder später müssen Sie sich von den Schatten der Vergangenheit trennen. Lassen Sie sich von jemandem trösten. Ich verstehe. Sie glauben, Sie wären dafür die Richtige. Es wäre einem Versuch wert, oder nicht? Auf Sie wartet viel Arbeit. Fangen wir an. Nur zu, Captain. Wir müssen noch ein Problem lösen, das diesen Jump Point nach Kilra betrifft. Er hat einen Schutzschirm. Der Schildgenerator steht auf Freya 2. Jetzt wird sich herausstellen, wie viel dieser Excalibur bei Bodeneinsätzen taugt. Colonel, ich möchte, dass Sie die Bodenattacke leiten. Zerstören Sie diesen Generator. Viel Glück, Colonel.
Nachkommen von Affen.
Sag gute Nacht, Miezekatze. Ihr erbärmliche Nachkommen von Affen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Das war ein echter Test für die Excalibur. Sie haben es denen gezeigt, Sir. Sie können jetzt landen, Colonel. Puh! Sie können froh sein, dass Sie noch ganz sind. Colonel, nehmen Sie Platz. Für jemanden, der eine ganze Weile graue Wände angestarrt hat, wirken Sie ziemlich munter. Lassen wir Vergangenes ruhen. Ich muss nicht mehr länger allein spielen. Das verdanke ich nur Ihnen. Wir verlieren alle mal die Beherrschung. Ja, wäre ich noch mal in der Situation, würde ich diesen Mistkerl wieder umnieten. Colonel, gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Jetzt, da wir den Jump Point eingenommen haben, müssen wir jedes Kilrathi-Raumschiff, das hier durchfliegen will, ausschalten. Nur so können wir verhindern, dass das feindliche Oberkommando von unserer Übernahme erfährt. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja, das sind also unsere... Flint, ich... Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Funktionstüchtig.
billiger. Ziele erreicht. Na bitte, Landeerlaubnis, TCS Victory. Die Verstärkung ist bereits unterwegs, Colonel. Wir können Ihnen den Jump Point überlassen und von hier verschwinden. Sie können jetzt landen. Das war aber eine blitzschnelle Entscheidung. Ich bin beeindruckt. Tja, als Kampfpilot muss man dazu in der Lage sein. Könnten wir diese Entscheidung noch etwas ausbauen? Wie wäre es, wenn wir noch einen Nachbrenner anzünden? Oh Mann, küss sie. Das wird nie gut gehen mit ihr. Oh, Rachel. Ich fühle mich geschmeichelt, aber wir beide sind wie Feuer und Wasser. Das hätte keine Zukunft. Tut mir leid. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Ihr alter Freund Paladin ist fleißig gewesen und hat uns ein Geschenk geschickt. Den Prototyp der Templar-Bombe. Wir springen in das Hyperion-Sonnensystem. Dort hat die Abwehr eine unbewohnte und tektonisch instabile Welt entdeckt. Ein perfektes Testgelände für die Waffe. Eine Excalibur ist für diese Sonderfracht umgerüstet worden. Und, Colonel, Sie sind als Pilot ausgesucht worden. Fliegen Sie möglichst nah an die Oberfläche des Planeten, damit Sie auch sicher ins Schwarze treffen. Ihr Timing und Ihre Treffsicherheit müssen perfekt sein. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Sir. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Thank you.
Einsatzziele erreicht. Ich kann's nicht ausstehen, wenn man's mir leicht macht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. So ein Mist, Colonel. Wie können die nur sagen, dass die Gegend hier friedlich ist? Ich schmeiß den Bericht weg. Von heute an wird sie jeder Planetenkiller nennen, wetten wir? Alles klar zur Landung. Oh.
Gute Arbeit, Colonel. Danke, Sir. Super geflogen. Danke. Das war ganz große Klasse, Sir. Ich bin jetzt so gut wie in jeder Ecke dieser Galaxie gewesen. Das waren vielleicht aufregende Zeiten. Was soll das? Seit wann schwelgen hartgesottene Burschen wie Sie in Erinnerungen? Seltsam, nicht wahr? Es wundert mich auch. Hier auf der Victory fühle ich mich zum ersten Mal wie zu Hause, nicht wie ein Fremder. Er hat wirklich ein Zuhause verdient. Sie haben einen verdammt guten Einfluss auf uns. Sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und sind ein ausgezeichneter Pilot. Danke, Sir. Ich gebe das Kompliment zurück. Wie wär's mit einer Runde Karten? So. Jetzt müssen wir nur noch Kilra zerstören. Dann kann ich wieder einem vernünftigen Beruf nachgehen. Da ist was dran, ja. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich die vielen Einsätze überlebt habe, sie auch. Man muss zugeben, er ist ein verdammt guter Pilot. Mann, ist der Kerl von sich eingenommen. Man muss zugeben, er ist ein verdammt guter Pilot. Es war erstaunlich, was Sie geleistet haben. Colonel, gehen wir Ihren Einsatz durch. Ja, Sir. Wir springen ins Hyperion-Sonnensystem zurück. Das Hauptquartier hielt es für einen guten Zufluchtsort und hat dort eine Flotte aufgestellt. Offensichtlich haben die Kilorathi Wind von dieser Flotte bekommen. Das heißt, sie werden unseren Jungs beistehen müssen. Viel Glück, Colonel. Tja, das sind also unsere... Flint? Ich will, dass Sie diesmal neben mir fliegen. Aus? Systeme funktionstüchtig. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Kilorathi weniger. Greifen Sie mein Ziel an. Verstanden, ja. Kilorathi weniger. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Thank you.
Kirathi weniger. Kira! Reiche mich! Sie hat zerstört. Der Weihnachtsmann ist im Anmarsch. Lösen und angreifen! Ich greife jetzt ein. Greifen Sie mein Ziel an! Verstanden, ja. Ziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Mann, die Raumschiffe machten einen ordentlichen Wirbel, nicht wahr, Sir? Naja, morgen geht's dann wieder weiter. Sie können jetzt landen. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Kilorathi den Jump Point nach Kilorath zurückerobern. Wie Sie wissen, brauchen wir ihn später für eine überaus wichtige Mission. Tun Sie Ihr Bestes, Colonel. Wegtreten. Tja. Maniac. Mir nichts anhaben. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Reiche mich. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Heute bin
Leroy, heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Noch mehr Katzenstreu. Heute bin ich gut drauf. Jetzt geht's rund. Lösen und angreifen. Von mir können Sie noch was lernen, Colonel. Einsatzziele erreicht. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. Achtung, Kilra, es ist soweit, wir kommen. Sie können jetzt landen, Sir. System der Terraner läuft bereits in 48 Stunden. Darf ich dir was sagen, Malik? Der Geschmack des Sieges ist süß. Obwohl man nie weiß, was im Verlauf einer Schlacht passiert, hoffe ich doch auf ein letztes Aufeinandertreffen mit dem Herz des Tigers. Wahrlich, seine Vernichtung würde unseren Triumph erst vervollständigen. Colonel, ich würde gern die Gelegenheit nutzen, um Ihnen etwas zu sagen. Ich war anfangs nicht sehr erfreut über Ihre Versetzung auf die Victory, doch jetzt bin ich froh, dass Sie an Bord gekommen sind. Es ist mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Die Templar-Bombe ist ein großes Wagnis für uns, aber nach dem, was ich gesehen habe, sind Sie der einzige Mann, der mit diesem Ding umgehen kann. Ich kann nur hoffen, dass ich Sie nicht enttäusche, Sir. Ich weiß es. Gehen wir?
Tja, meine Herren, nun ist es soweit. Wir werden den Heimatplaneten der Kilorathi auslöschen. Da nicht die gesamte Flotte nach Kilorath fliegen kann, haben wir ihre Excalibur mit unserer neuesten Erfindung ausgestattet, der absolut undurchdringbaren Abschirmung. Die Vorrichtung legt die Ortungsgeräte der Kilorathi lahm, aber sie braucht extrem viel Energie. Nachdem sie ihre Fracht abgeliefert haben, schaltet sich die Abschirmung ab. Denn dann brauchen sie ihren ganzen Saft, um sich aus dem Staub machen zu können. Stellen Sie als erstes ein Team von 4 Leuten zusammen. Dann dringen Sie in das Kilorath-Sonnensystem ein und tanken an einem versteckten Ort auf. Unser Geheimdienst hat nämlich in der Nähe Kilorath ein geheimes Depot errichtet. Aufgrund Ihres riesigen Zeitpeilsystems und weil es zu riskant ist, mit ihr zu fliegen, ist die T-Bombe bereits in das Sonnensystem eingeschleust worden. Sie werden sie also erst bei einem zweiten Stopp an Bord nehmen können. Die Bombe zielsicher abzuwerfen, erfordert ein Maximum an navigatorischen Fähigkeiten. Die Konföderierten sind der Meinung, dass die Zerstörung ihres Planeten ein schwerer Schlag für die Bevölkerung Kilorath bedeuten würde. Und unser Timing könnte nicht besser sein. Laut unserer Abwehr ist ein Großteil der feindlichen Flotte in den Werften, die ihre Heimatwelt umgeben, um aufgerüstet.